Ich habe es auch schon gehabt damals, als ich Content Square gegründet habe, mit einer meiner großen Agenturkunden gesagt, gut, dann müssen Sie kündigen, wenn ich eine Agentur gründe halt. Also das sollte tatsächlich eine der größeren Sorgen sein, ist es, glaube ich, aber nicht, weil die größte Sorge von Gründern immer eher ist, neue Kunden zu gewinnen. Das heißt, sie gewinnen einen Kunden und dann ist das wie so abgeschlossen. Ich habe jetzt diesen Kunden und kümmere mich jetzt darum, neue Kunden zu gewinnen. Das ist ja schon das Hauptproblem, warum man die Gefahr eingeht, bestehende Kunden zu verlieren. Ich glaube, also das hatte ich auch und das haben wir auch durch unser Account Management erst, das wir gerade aufsetzen und versuchen zu verstehen, wie wichtig sind eigentlich unsere Kunden. Also es ist ja somit das wichtigste Asset, das wir haben, sonst würde der ganze Laden ja nicht laufen. Und sich darum zu kümmern, heißt im Endeffekt halt, irgendeine Art von aktives Account Management zu haben. Das heißt wirklich nicht nur mit dem Kunden seine Projekte oder ihm die Produkte zu liefern, wie auch immer, das, was er braucht, in der Zeit, in der Qualität, in der es erwartet und so weiter, alles auf eine freundliche und gute Weise abzuwickeln, sondern eben auch darüber hinaus zu signalisieren, dass man sich kümmert und dass man halt da ist und dass man halt auch eine Perspektive mit dem Kunden irgendwie erarbeiten möchte. Aber ich glaube, wenn du zum Beispiel nur so zwei, drei Kunden hast und alle, also jeder macht irgendwie die Hälfte oder halt ein Drittel aus von deinem Umsatz oder so, dann ist es schon eine Riesennummer, wenn du einen Kunden verlierst. Und ich habe es auch schon gehabt damals, als ich Content Square gegründet habe, mit einer meiner großen Agenturkunden gesagt, gut, dann müssen Sie kündigen, wenn ich eine Agentur gründe halt. Und den konnte ich dann irgendwie noch so, also ich habe dann mit dem gesprochen und gesagt, so, was soll das? Also ihr seid eine SEO-Agentur, ich liefere Content an Kunden, also es ist komplett außer Konkurrenz eigentlich. Und die haben das aber so nicht gesehen. Und ich konnte zumindest aushandeln, dass wir noch so für eine Übergangsphase von 2, 3 Monaten geblieben sind, bis sie dann weg waren. War aber auch ein riesiger Verlust. Das waren ganz am Anfang, im ersten Jahr, habe ich 150.000 Umsatz gemacht und das waren 2.000, 3.000 Monatsumsatz, was der Kunde war. Also halt ein Fünftel oder sowas, je nachdem. Naja, und wie merkt man sowas? Na, im Endeffekt gibt es ja. Also du hast ja nicht einfach nur einen Kunden, du hast ja immer irgendein Modell, in dem du mit diesem Kunden zusammenarbeitest. Das eine Modell ist zum Beispiel, du hast einfach einen Kunden, der permanent irgendwie mit dir zusammenarbeitet, der permanent irgendwelche Aufträge hat, mit dem du vielleicht auch einen Rahmenvertrag hast, aber mit dem du keinen richtigen Rahmenverpflichtungsvertrag hast, also dass er verpflichtet ist, dir 100.000 Euro im Jahr abzunehmen oder irgendwas, sondern dass er tatsächlich ad hoc Leistungen zukauft. Zum Beispiel in so einer hochperformanten SEO-Umgebung ist sowas normal, weil es nicht planbar ist, wie man auf den Markt und auf die Konkurrenz reagieren muss und so. Das kann ein Kunde sein, ein Modell. Das heißt, sehr spontan, es ist zwar eine sehr feste Zusammenarbeit, aber der Kunde bestimmt relativ spontan, wann Projekte passieren. Dann gibt es den Kunden, der ein fixes monatliches Pensum aufruft und dafür auch einen 12-Monats-Vertrag oder sowas unterschreibt. Und dann gibt es den Kunden, an dem man eigentlich ständig dranbleiben muss, weil nie was, weil weder das, also weder ein fixes Pensum noch so ein spontanes Pensum passiert, sondern eine sehr unregelmäßige Zusammenarbeit, die auch mal für 7 Monate stillstehen kann, bis dann wieder was passiert. Also jetzt mal nur grob so drei so Kundengruppen. Und bei allen, also bei den drei, musst du dich ja komplett unterschiedlich um den Kunden kümmern. Während du bei dem 12-Monats-Retainer zum Beispiel in den ersten Phasen extrem gut darauf achten musst, dass die Qualität stimmt und dass du halt alles, das musst du bei allen dreien, aber hier nur Schwerpunkte, dass die Qualität stimmt und dass alles funktioniert, der Ablauf und die Prozesse und so weiter. Und nach hinten raus eher oder ab 50% der Vertragsdauer dich dann tendenziell darum kümmerst, um die Perspektive. Also was ist denn nach den 12 Monaten? Gibt es eine Verlängerung? Wie kann man das erwirken? Arbeitest du ja schon gegen den Verlust dieses Kunden oder dieses Projekts? Bei demjenigen, der extrem spontan und unregelmäßig
Leistungen aufruft, musst du eigentlich viel mehr noch in Kontakt bleiben und die Potenziale halt irgendwie eruieren. Und bei demjenigen, der halt diese regelmäßigen, aber sehr spontanen Aufträge halt hat, musst du auch die qualitative Basis, also alles muss wie bei allen, muss extrem stimmen, aber hier musst du ja selber extrem realistisch einschätzen können, wie gut es läuft und wie gut es vielleicht nicht läuft oder wo es vielleicht hängt und was es vielleicht für Gründe gibt, und das ist jetzt auf alle drei betrachtet, was gibt es vielleicht für Gründe, die dafür sprechen könnten, dass der Kunde nicht mehr bleibt. Das können ja so einfache Gründe sein wie, ich brauche nichts mehr, also das Projekt ist abgeschlossen, oder komplexere Gründe wie, ich bin unzufrieden, und genau die Gründe muss ich permanent herausfinden und verstehen, wie ich dagegen arbeiten kann, wenn es halt was Negatives gibt. Und wie wir das halt machen, ist, wenn irgendwo was schief läuft, dann schaltet sich halt der Account Manager ein jetzt und versucht mit dem Kunden eine kurzfristige Problemlösung, also halt erstmal ehrliche Betrachtung und Kommunikation des Problems, dann eben eine kurzfristige Lösung und dann eine langfristige Lösung zu finden. Wie war die Frage nochmal?